So, heute wollen wir uns mal mit der Zentralverriegelung von dem VW-Bus beschäftigen und wie man die Türverkleidung auseinanderbaut und eventuell den Motor aus- und auseinanderbaut. So, ich fange mal an, damit die Seitenverkleidung hier abzubauen. Dafür muss ich erstmal die Fensterheber frei bekommen. So, genau. Hier ist eine kleine Nase, die drückt man ein. Und auf der anderen Seite ist es mit so, ja, wird es so unter die Verkleidung geschoben. Also relativ simpel. Und dann ist das Ganze einfach eingeklipst. Eins und zwei, und es ist auch so eingebaut, dass man es nicht seitenverkehrt wieder einbauen kann. Also alles entspannt. So, jetzt der Halter für den Hebel. Vom elektrisch verstellbaren Spiegel. So, der hängt hier ziemlich fest drin, aber da ist jetzt nicht so eine, nicht so bei den Schaltern für den elektrischen Fensterheber so eine Nase, die man eindrücken muss, sondern hier sind einfach nur so zwei so eine kleinen Clips, die drückt man zusammen und dann wieder nicht seitenverkehrt einzubauen. Also alles entspannt. So, das wird nachher noch ein Spaß, das hier wieder reinzubekommen. Bin mir jetzt nicht sicher, inwiefern das notwendig ist, das auszubauen, während die Seitenverkleidung noch dran ist. Aber bevor ich irgendwas abreiße, versuche es jetzt abzumachen und mach's dann und baue es dann andersrum wieder an. Es kann sein, dass wenn man es auseinanderbaut, dass es dann dranhängt und dass man das dann viel einfacher abbekommt. Nun ja, wie auch immer. Hier an der Seite von der Tür, da ist eine kleine Schraube, die vergessen viele, die wird ganz schnell nicht gesehen. Die schraube ich jetzt als nächstes ab. So. Also als Werkzeugkoffer habe ich übrigens einen kleinen Universal-Proxon-Koffer genommen, Link unten in der Beschreibung. So, womit ich zu dem Ding hier komme, und das ist nur eingeklipst. Da gibt es hier so ein paar, also hier kann man gut mit dem Schraubzieher rein, hier unten, das ist auch wirklich dafür vorgesehen. Und dann kann man das einfach so nach oben weg machen. Und dann zieht man das so nach vorne raus. Also das ist halt ganz wichtig, dass man das nicht irgendwie versucht so wegzubrechen oder irgendwie so, sondern man könnte sagen, zieht das, setzt mit dem Schraubenzieher hier an und löst es hier und dann zieht man es nach vorne weg. Weil hier ist so eine kleine Nase und wenn man versucht, das irgendwie nach oben wegzumachen oder nach links oder nach rechts, dann bricht man die ab. Das ist natürlich dann schlecht. So, jetzt kommen hier die Schrauben für den Griff. Die Schrauben, die halten nicht nur den Griff fest, sondern sind halt die eigentlichen Verkleidungsbefestigungsschrauben. Das
erste Schraube gefallen. Wetter ist schön heute. Ich hoffe, man kann alle gut sehen. Zack, und ab ist er. So. Nicht zu vergessen, den muss man rausdrehen, weil der Kopf von dem Teil größer ist als das Ding hier und dann kriegt man die Kleidung einfach nicht ab. So. Normalerweise sollte hier auch noch so ein Kunststofffropfen sein, aber der fehlt bei meiner Tür offenbar. Ja. So. Schon. Das ist hier oben der Teil, das ist, was hier die Seitenverkleidung ab, ja, also so hübscher macht, was hier hochgeht. Das ist dann fällt dann einfach ab, wenn man die Türverkleidung rausmacht. Also die Türverkleidung hebt man einfach nur nach oben an und da sind ganz viele, kleine Kunststoffnasen, ja, die man jetzt hier irgendwie gut sehen kann. Da ist eine abgebrochen zum Beispiel, aber da sind noch mehrere und die hängt man danach wieder ein. Sieht beim Mercedes Sprinter sieht es absolut identisch aus und ja, genau, weiter im Text. So, und wie wir sehen wir, dass wir nichts sehen. Damit ist dann das Video eigentlich schon beendet, weil da, wo der Stellmotor für die Zentralverriegelung sein sollte, hängt nur ein Kabel. Da hat der Vorbesitzer offenbar schon mal dran gearbeitet. Was natürlich jetzt für mich nicht so günstig ist. Jetzt überlege ich, was ich mache. So. Da die Zentralverriegelung auf der Beifahrerseite auch eine Meise hat, beziehungsweise das Gestell dazu, habe ich die jetzt mal auch auseinandergenommen und habe den Motor da ausgebaut. Und die sind seitenverkehrt einbaubar. Also die haben, zwar ist jetzt der Kontaktstecker hier linksbündig, und es könnte sein, dass der Originale in rechtsbündig ist, aber alles, was ich in der Literatur dazu gefunden habe, hat jetzt nicht gesagt, dass es da links und rechts Unterschiede gibt. Es gibt einen Unterschied zwischen Master und Slave, also Fahrer- und Beifahrertür und Schiebetür und Heckklappe. Aber zwischen den beiden Mastern scheint es keinen Unterschied zu geben. Und das werde ich jetzt mal ausprobieren, ob man das einfach einschrauben kann. Also, hier ist der passende Hebel dazu. Das hänge ich mal schon direkt ein. Das dürfte dann einfacher werden. So. Zack, ist das schon drin. So, Schrauberparadies. Hier war ja auf jeden Fall schon mal jemand dran. Und der andere Motor, der sieht auch witzigerweise so aus, als wenn die Schrauben, die da drin waren, schon mal von der anderen Seite angeschraubt wurden. Also insofern, ja, mal sehen, wie es aussieht. So, mal fest, zweimal fest. Okay, das hält. Das sieht soweit gut aus. Und so, das Geräusch war gerade, das Geräusch, wie als ich anhörte, in der Motor sich justiert. So. Ja, jetzt konntet ihr sehen, wie das funktioniert mit dem Ausbau der Seitenverkleidung von der Fahrertür und auch ein bisschen, wie das da mit der Zentralverriegelung funktioniert, auch wenn ich es jetzt mit der Kamera leider nicht genau einfangen konnte, aber das kriegt er dann mit, wenn er das auseinanderbaut. Also keine Angst, einfach ran da und ist kein Zauberwerk. Viel Spaß beim Basteln.